der ZF-Praxistest 2013. Gesucht, der König der Kompaktklasse. Golf und Co. auf dem Prüfstand. Die Noten sind verteilt und hier das Ergebnis der unabhängigen Leserjury. Platz 2, der Audi A3. Wer Premium in der Kompaktklasse sucht, kommt am neuen Audi A3 nicht vorbei. Die spannende Frage, können die Audi-Techniker die immer höheren Erwartungen überhaupt noch erfüllen? Ja, sie können. Leder, Aluminium, das pflegt die Hände schon beim Fahren. Vom radargestützten Abstandstempomaten bis zur 6000 Euro Bang & Olufsen Stereoanlage bis hin zum ausfahrbaren 7 Zoll Monitor ist alles an Bord für die Always-On-Generation. Der neue A3 Sportback ist gleich groß wie der Vorgänger, bietet aber mehr Platz. Mit 122 PS ist er allerdings ein wenig schwächer als die Konkurrenz. Der ist für mich im Moment der Favorit. Favorit hin oder her, die Konzernbrüder Golf und Octavia sowie die A-Klasse distanzieren den A3 auf der Landstraße. Bestnoten bekommt die Schaltung des Audi. Super. Super Sound, hat mir gut gefallen. Sie hat ja jetzt die kleinere Maschine, 122 PS, die anderen aus dem VW-Konzern 140, reicht. Licht und Schatten bei der statischen Bewertung. Kofferraum, Variabilität und Preis-Leistung mau. Dafür Topnoten für Design, Image und die perfekte Verarbeitung im A3. Qualitativ, denke ich, ist der Beste, muss ich echt so sagen. Der A3 und der Handlingkurs mit einem Wort top. Die Lenkung ist sportlich, straff und direkt. Vermittelt eigentlich einen guten Fahrbahnkontakt. Der A3 bekommt mit Abstand die besten Noten für Agilität, Lenkung und Fahrverhalten. Ist für sportliche Fahrer also durchaus eine Alternative. Der Audi A3 hat es wieder einmal nicht geschafft, den Thron bei den Kompaktwagen zu erobern. Wieder einmal hatten andere das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotzdem, hier steht ein schnelles, sparsames, sicheres und modernes Auto, an dem die Käufer auch sehr viel Freude haben werden.